Kapitel 6. Wehe dir, Olaf Grimzahn. Sir William ist nun am Boden zerstört. Er gibt nichts um die Niederlage. Doch er versteht nicht, wie das Band des Vertrauens zwischen dem König und ihm zerreißen konnte. Ich habe mein Bestes getan, alles, was ich wusste, weiterzugeben. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold 2. Und nachdem wir zuletzt Sir William knapp vor dem Galgen von Olaf gerettet haben, diesen dann auch beim Kloster von Bruder Jakob haben in die Flucht schlagen können und im Folgenden dann auch noch riesige Invasionswellen von Edwin abgewehrt haben im letzten Kapitel, geht es heute weiter und trotz der Niederlage von Edwin hat er noch Zwietracht zwischen uns und Sir William gesät und da wir jetzt der Streiter des Königs sind, ist Sir William natürlich trotz der Tatsache, dass wir ihn natürlich gerettet haben vor Olaf, denn ohne uns wäre er eiskalt am Galgen gehängt worden, ziemlich fertig mit den Nerven und wir können uns eigentlich auch nicht wirklich um unseren guten Freund kümmern, denn uns erwarten hier anscheinend wieder andere Aufgaben, denn Olaf, den wollen wir jetzt endlich töten, nachdem er schon einmal durch die Finger geflutscht ist, als er vor unserer nahen Armee geflohen ist. Dann sollen wir 6 Ländereien kontrollieren, das ist bis jetzt nur bei einer der Fall. Und auch Sir Edwin, der uns ja ordentlich Probleme gemacht hat, nachdem wir ihn ja eigentlich auch gerettet haben, aus der Burg von Lady Saren, was sich jetzt im Nachhinein als großer Fehler herausgestellt hat, hat sie uns ja vorgewarnt, aber war unser Fehler. Auch der soll sterben und die Mission oder das Kapitel abgeschlossen haben wir, wenn wir alle diese ja doch sehr schwierigen Aufträge abschließen und wenn unser Burgherr Matthew Steele drauf geht, ist die Mission auch gleichzeitig gescheitert und ich bin mal sehr gespannt, wie wir uns so schlagen werden gegen diese zwei starken Gegner. Sorgt euch nicht, ich will euch kein Übel. Nach dem, was ihr mir sagt, ist mein Bruder Pascal der Schuldige. Ich muss ihn aufhalten, bevor mehr Schlimmes geschieht. Nein, Sir William, der Falke kann warten. Ihr müsst ruhen. So lange kümmern Matthew und ich uns um Edwin. Ich habe eine kleine Burg an der Grenze zu Edwins Gebiet, die wir nutzen können. Meine Männer und ich stehen euch zu Diensten, Sir Steele. Schnell, bringt die Vorräte an Land und baut mir einen Wall! Olaf. Es wird nicht einfach werden. Edwin hat bereits so gut wie alle Ländereien unter seiner Kontrolle. Unsere Flagge muss in mehr als der Hälfte wehen, wenn die Grafschaft dem König treu bleiben soll. Mein Späher berichtet, dass Olaf an der Küste angelegt hat. Wir müssen ihn angreifen, bevor er sich verschanzt. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. In Ordnung, so. Die ganze Karte steht noch still. Wir können uns hier erstmal ein bisschen umgucken. Wie sieht's denn überhaupt mit dem Ländereibesitz aus? Hier oben ist unsere Armee. Ein paar Bogenschützen, ein paar Lanzenträger. Hier haben wir Stein, hier haben wir viel Holz. Also die Karte sieht schon mal ganz geil aus. Ja, hier haben wir die verschiedenen Ländereien. 1, 2, 3, 4, 5 werden von Edwin kontrolliert. Und dann ist hier auch noch sein eigenes Schloss. An der Landzunge. Gut verteidigt auch hier mit Ambusschützen sogar. Na, das könnte auch eine schwierige Angelegenheit werden, den zu Fall zu bringen. Und hier haben wir natürlich einen weiteren großen Unruheherd in dieser Region und das ist Olaf. Und ich weiß gar nicht, wie wir den schnell angreifen sollen, weil gegen diese Armee, das sind übrigens berittene Bogenschützen hier, können wir eigentlich relativ wenig machen. Boah, sieht auch geil aus hier mit den gestrandeten Schiffen. Und ich genieße gerade noch ein bisschen die Karte, denn sobald ich das Vorortslager platziere, geht's richtig los und dann müssen wir uns reinhängen. Gut, die Ausgangslage ist relativ klar. Hier unten haben wir noch Schrannenend, Niederkönigsgrund, schöner Name auch, und Narbsondheim. Ländereien, die wir uns mit Ehre kaufen können, also die neutral sind. Okay. Nun gut. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine schwere Angelegenheit, aber ich hoffe, wir kriegen es hin. So, und das Vorratslager platziere ich einfach mal hier, denn es ist relativ nah am Stein dran. Und dann platziere ich es direkt hier. Ich glaube, ich platziere es direkt hier. Euren Kornspeicher, Sire. So, der Kornspeicher. Leute kommen auf die Burg. Den packen wir mal hier hin. So, und jetzt müssen wir uns erstmal hier um die Grundvoraussetzung kümmern. Gehöfte natürlich. Die bauen wir hier mal hinten schön an die Küste. Ja, und Olaf sollen wir schnell angreifen, aber ich befürchte, so schnell werde ich mir keine Armee hochziehen können. Und der beginnt schon den Wall da aufzubauen, ey. Ja, das könnte problematisch werden, egal. So, Gehöfte haben wir. Dann machen wir doch nochmal 2 Steinbrüche mit Ochsen.
Jochen, dann haben wir schon mal die Grundversorgung sozusagen bereitgestellt. Wobei natürlich, wenn ich von Grundversorgung rede, sollte ich auch das Essen kommen lassen. Deswegen bauen wir hier auch gleich mal den Markt, nehmen die Schatzkammer und kaufen uns noch ein bisschen Holz. Definitiv keine schlechte Idee, denke ich. Und ja, bauen uns hier noch ein bisschen eine gute Ernährungsindustrie aus, wenn man das so sagen kann. So, zack, hier auch nochmal einen Obstgarten hin. Da auch noch ein Jägerstand. Das sollte dann erstmal passen. So, was können wir noch Schönes bauen? Irgendwie fehlt mir die Musik gerade ein bisschen. Eine Waffenkammer, ja. Warum nicht? Stellen wir mal hier direkt neben. Unterkünfte. Definitiv auch keine schlechte Idee, aber die passen da gerade erstmal nicht hin. Egal. Eure Beliebtheit steigt. Das ist gut. Apropos, oh shit, wir brauchen auf jeden Fall Falknerposten und eine Jauchegrube wäre für den Anfang auch nicht schlecht. So. Ja, Olaf hat den Wall schon durchgezogen. Also wie wir da irgendwie schnell agieren sollten, weiß ich nicht. Aber apropos Wall, ich will mich auch erst gleich mal von dem Herrn Wikingerfürsten richtig schön abgrenzen. Gut, mehr Holz haben wir jetzt erstmal nicht, aber so können wir ihn erstmal ein bisschen von uns fernhalten. Um die Ländereien würde ich mich eigentlich eher später kümmern. Als erstes müssen wir Olaf angehen, weil der auch am nächsten an uns dran ist. Edwin ist ja dann doch noch eine Ecke entfernter und noch besser geschützt. Und ja, ist natürlich nicht gerade einfach hier. Holz könnten wir eigentlich nochmal auch die Segelgruben auf 8 Stück erweitern, denke ich mal. Und Steinbrüche hau ich jetzt vielleicht auch nochmal hier ein bisschen hin. Ja, da passt nur noch einer hin tatsächlich. Wie es aussieht, okay. Dann nochmal 3 Ochsenjoche davor und dann sollte das gehen. Und natürlich Rüstungsindustrie, wenn wir Sir Edwin früh angreifen wollen, brauchen wir die natürlich auch. Das heißt hier Rüstungsindustrie, also ihr wisst, was ich meine. So, wir haben wieder ein bisschen Stein. Können wir die Mauer hier zu Ende ziehen. Sehr gut. Und dann haben wir auch noch ein bisschen über. Ich denke, eine einlinksige Mauer sollte erstmal reichen. Ja, und Olaf hat den Wall natürlich schon verdammt schnell fertig gezogen. Aber mit der Armee hier, Leute, hätten wir den nicht klein bekommen. Vor allem wegen den berittenen Bogenschützen. Also das wäre nach hinten losgegangen. Ich bin ziemlich sicher, so, Herr Jauchebauer, jetzt mach doch mal hier was. Wozu habe ich dich denn? 77 Beliebtheit, das ist noch nicht so konstant. So, 2 Getreidefarmen können wir dann nochmal bauen. Eine Mühle natürlich auch und eine Bäckerei gleich mal daneben. Haben wir eigentlich schon eine Burgküche? Auch noch nicht, ne? Komm, dann stellen wir die Burgküche mal hier hin und kredenzen dann nochmal 2 Schweinezuchten davor. Das müsste doch eigentlich gehen. Brauchen auch wieder Gehöfte, wird uns natürlich angezeigt. Zack, zack. Dann sollten da auch die Arbeitslosenzahlen rapide runtergehen. So, Stein bekommen wir schon ganz gut. 4 Steinbrüche arbeiten da für uns. Holz, das könnte noch etwas schneller gehen. Und ja, an Geld mangelt es uns natürlich auch ein bisschen. Ich überlege gerade, wir können nicht wirklich viel machen, ne? Burgfräulein-Gemach. Kommen noch Leute. Wir haben noch hier. Also wir haben gar keine freien Bauern. Nun gut, wie viel Stein haben wir? Ich würde hier nämlich gern genau schon mal einen Turm platzieren. Damit wir mit dem Bogenschützen, wir sind eure Leute. Wenn da wir wirklich was kommt, uns das ja Schlimmste fernhalten könnten. Hier die Ländereien. Die könnten wir uns eigentlich auch holen, wenn wir da einen Turm platzieren, ne? Was haltet ihr davon? Wäre doch ganz gut. Dann stelle ich mal. Ne, der war scheiß platziert. Habe ich jetzt richtig viel Dingsens verballert. Stelle ich mal hier ein Türmchen hin. Ja, und jetzt habe ich keinen Stein mehr. Aber ihr wisst, was ich da versuchen will. Jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen abgegrenzt. Also ich werde Olaf definitiv nicht so schnell angehen. Habe ich mir gerade jetzt mal so nach Begutachten der Lage hier vorgenommen. Denn das wird wirklich eine Herkulesaufgabe, den zu Fall zu bringen. So, Unterkünfte brauchen wir 10 Steine noch. Ich weiß auch noch gar nicht so, wo ich die hinpacken will.
Hier hinten wäre ganz gut, oder? So ein bisschen abgelegen. Mache ich einfach mal. So. Und dann setze ich den Sammelpunkt für die Bogenschütze mal hier. Und die Lanzenträger gehen mal hier so hin, weil da will ich erstmal so eine kleine Armee für Olaf sammeln und die Bogenschützen sollen hier mal die Typen in der Länderei ein wenig dezimieren. 12 Bögen? Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Daran mangelt es uns noch ein bisschen. An Gold. Hopfenfarmen können wir eigentlich auch mal kredenzen. 1, 2, 3, 4. Zwei Brauereien und dann gleich eine Schenke. Dann können wir ein bisschen auch Steuern erheben. Jetzt ist die Zufriedenheit ja noch nicht so solide. Shit. Wie viele Typen schickt ihr denn hier gegen mich? Eure treuen Bogenschützen. Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet gerade. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Tut er das, ja? Wo sind denn hier Feinde? Okay, da sind schon Feinde. Okay, die Lanzenträger machen jetzt nichts, oder was? Na, egal, ich lasse die erstmal machen. Ja, das ist jetzt noch nicht so rosig gelaufen. Wir brauchen echt Gold, ne? So, guck mal hier. Unsere Truppen werden angegriffen. Kann ich doch auch schon ordentlich Bogenschützen rekrutieren. Um diese Einheit auszubilden. So, und dann müssen wir auch Olaf irgendwann mal angehen. Aber erstmal droht er hier Gefahr durch Sir Edwin, wie es aussieht. Unsere Bögen werden singen. Ich will es hoffen. So, da seht ihr das Frischfleisch, die könnt ihr euch holen jetzt. Boah, das sind aber nicht gerade wenige. Aber die werden auch ganz gut dezimiert. Kommt schon. Nice. Dann noch die beiden Nachzügler. Wir sind bereit. Da kommen noch, Alter, wie viele kommen denn da? Muss ich tatsächlich nochmal Bogenschützen nachsenden? Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Ja, komm. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, an Holz mangelt es uns definitiv nicht gerade. Kann ich hier auch mal eine schöne Schenke platzieren. Bogenschützen, vorbereiten! So, und jetzt... Ja, Sire? ...bin ich auch dafür, dass wir hier ein bisschen die Verteidigung hochsetzen. Ach, die Länderei ist jetzt auch frei. Unsere Sehnen sind gewachsen. Na, dann holen wir die uns natürlich. Ist doch klar. Dann setzen wir noch hier einen Wachturm hin, um die weiter zu überwachen. So, nicht auf die Bauern schießen, das sind gleich eh unsere Axtwerfer von Olaf. Was soll die Scheiße denn? Die sind jetzt hier lang, den langen Weg gekommen, okay. Na gut, erstmal haben wir die Länderei. Dann sehen wir weiter. Komm schon, killt die. Mit der Unterstützung der Bogenschützen von da oben sollte das ja gehen. Sind ja nicht so viele Berserker. Unsere Truppen werden angegriffen. Nice. So. Gehen in Stellung. Ihr überwacht jetzt hier mal die Scheiße. Und hier bauen wir noch einen zweiten Wachturm hin. Gut. Ja, die Waffenindustrie, die muss ich definitiv noch pushen. Die ist mir noch viel zu schwach. So. Jetzt haben wir das mal. Dann hätte ich noch gerne hier so ein... Wo kann ich den denn hinbauen? Da ein Fischteich. Wobei, da war jetzt nicht so gut, weil da eigentlich die Waffenindustrie hin muss. Aber egal erstmal. Kaufen wir mal ein bisschen Stein. Und dann... kommt da definitiv noch mehr Waffenindustrie hin. So. Die Bogenschützen jetzt mal hier hin. Was kann unsere Länderei uns hier denn eigentlich senden? Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst uns euch nicht kurz die Bedienung erläutern. Benutze ich nicht. Hier siehst du, direkt hole ich mir meine Apfellieferung ran. Das ist nicht das erste Mal für mich. So 10 Ehre nur. Was ist denn los in der Burgküche? Na gut, wir brauchen ein bisschen Fisch, ne? Wir brauchen tatsächlich ein bisschen Fisch. Den holen wir uns mal, indem wir hier ein bisschen was verkaufen. So, Fisch. Haben wir hier nochmal... Komm, irgendwie ging's doch. Haben wir hier nochmal ein Fischteilchen. So.
Da werden auch schon die Bauern ein bisschen bombardiert. Ja, ich werde gleich, glaube ich, mit der Belagerung von Olaf langsam beginnen. Und dann werden wir mal weitersehen. Eine Brauerei kann ich hier auch nochmal hinsetzen. Oh, die haben die Hopfenfarm zerstört, die Penner, ne? Das ist ja eine Schweinerei. Die wollen unseren Bierbrauen hindern. Das geht ja gar nicht. Nun gut, aber ich denke mal, wir sind schon ganz gut in der Mission drin. Hier platziere ich nochmal einen Wachturm, damit wir hier auch ein bisschen drauf schießen können. Und ja, bis jetzt bin ich recht zufrieden, wie das hier läuft. Und die können wir sehr, sehr früh ausschalten, die Axttypen, die da rumkommen mit unserem Bogenschützen. Die machen uns nicht viel aus, sage ich jetzt mal. So, apropos Bogenschützen. Zack. Und ja, so langsam läuft das doch hier. Finde ich definitiv eine gute Sache. Na, und hoffentlich werden wir dann auch bald Olaf angreifen können. Aber dazu brauchen wir halt noch ein bisschen militärische Stärke.